unserem neuen YouTube-Video. Heute erzählen wir euch von unserer Kennenlerngeschichte mit allen schlüpfrigen Details. Stimmt, Schatz? Genau, also wir haben uns über LaVou kennengelernt. Da haben wir erstmal eine Zeit lang einfach nur ganz normal gechattet über WhatsApp und alles. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen bei Jasmin daheim zum Grillen und Shisha rauchen. Eigentlich habe nur ich Shisha geraucht und sie hat einfach nur zugeschaut und es war noch eine Freundin von ihr da. Genau, auf jeden Fall war das erste Treffen auch gleich so, dass er die Wohnung gar nicht gefunden hat. Das hat mich schon ein bisschen abgenervt, bevor er überhaupt drin war, weil das war so ein Laubengang quasi und ich habe ihm das eigentlich genau erklärt und er hat gesagt, ich finde irgendwie den Eingang nicht so. Da dachte ich schon, Digga, was ist das denn schon wieder für einer? Auf jeden Fall, genau wie er dann schon erzählt hat, gegrillt, Shisha geraucht. Mein Jasmin Birkbruder war da, also die hat auch als allererstes gleich gesehen, weil ich lade ja niemanden ein und bin dann allein mit dem, ist es mir zu risky. Deswegen war da noch jemand da und Jasmin hat auch noch einen Kumpel mit dabei gehabt. Und dann haben wir so einen Horrorfilm angeschaut, auf der Couch. Und ja, dann haben Fabians Finger sich auch schon gleich verirrt in mir. Ja, das ist das erste schlüpfrige Detail, gell Schatz? Ja. Ja, und dann war es ja so, weil ja noch jemand da war, war ja mein Zimmer quasi nicht frei, weil die Jasmin da mit dem Bro in meinem Zimmer chillen durfte. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehen wir halt ins Elternschlafzimmer. Auf jeden Fall war dann halt so das Elternschlafzimmer, da haben wir dann so gechillt und was hat eigentlich die Birk gemacht mit dem anderen da? Auch Fernseh geschaut, gell? Ich glaube auch, ja. Ja, wissen wir auch nicht mehr so genau, ist ja inzwischen schon 8 Jahre her oder so. Ja, auf jeden Fall wollte ich dann nur die Fernbedienung, das weiß ich noch ganz genau, nur die Fernbedienung wollte ich. Habe ich mich da so drüber gebeugt, so in die Richtung. Und er dachte, das ist eine Kussaufforderung. Schon habe ich sein Bläschchen im Auge gehabt, wenn man es auf gut Bayerisch sagt. Jetzt erzähle ich meine Story. Okay, jetzt bist du wieder dran. Genau, jetzt kommt meine Sicht der Dinge. Bei mir war es nämlich so, wir sind so im Bett gelegen. Sie wollte die Fernbedienung, hat sich so drüber gebeugt. Und dann hat sie mich, glaube ich, geküsst. Ich war, nein. Doch. Du hast mich geküsst, weil ich wollte wirklich nur die Fernbedienung. Auf jeden Fall sind wir dann im Bett gelegen. Und dann auf einmal hast du gesagt, ja, ob wir miteinander schlafen wollen. Ja, genau so habe ich das gefragt. Dann habe ich gesagt, wie so eine 80-Jährige, wollen wir miteinander schlafen? Nein, ja, ich kann es jetzt nicht sagen. Ja, was habe ich da gesagt? Ja. Was? Achso, ja, das habe ich gesagt. Ja? Ja, genau, dann hat der Fabi... Dann habe ich gesagt, beim ersten Date gleich, ja, und dann, ja. Das war echt lustig, so, keine Ahnung. So, als wäre es was komplett Unnormales beim ersten Date. Ich glaube, er hat sich gefreut über die romantische Kennenlernzeit mit Essen gehen und so Zeug. Genau, aber zu dem Zeitpunkt waren wir dann ja auch noch zusammen. Dann ist es ungefähr so, wie lange ist es dann gegangen? Die Freundschaft plus Zeit. Schatz, weißt du das jetzt echt nicht mehr, wie lange? So ein halbes Jahr. Genau, ein halbes Jahr. So ein halbes Jahr ist es dann ungefähr gegangen. Aber das war ja schon nach kurzer Zeit mehr als Freundschaft plus. Das war ja eigentlich. Genau, wir sind dann eigentlich, wir haben dann uns jedes Wochenende getroffen, haben gemeinsam immer Filmeabende gemacht, haben immer Pizza bestellt, unser Leben gechillt. Ich habe aber noch eine lustige Info. Wir waren dann sogar schon kennengelernt, glaube ich, oder? Ja, ja. Darf ich jetzt auch die lustige Info erzählen? Ja. Wussten eigentlich deiner Mama und deinem Papa immer gesagt, wo du hinfährst? Zu einem Freund. Ja, ja. Was haben die dann schon gedacht nach einer Zeit? Ja, dass ich vielleicht schwul bin. Ja, weil er eigentlich die ganze Zeit bei einem Freund auf einmal gechillt hat. So, und haben sich die auch gedacht, was macht unser Sohn die ganze Zeit bei diesem einen Kumpel? Auch mit Übernachten und so, ne? Ja, bis er dann irgendwann gebeichtet hat. Oder nee, dann hast du das denen eigentlich gesagt, er ist schon mal zusammen waren, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, keine Ahnung, ich wollte halt nicht sagen, dass ich eine Freundin habe und dann dauert es vielleicht bloß 1-2 Monate und dann versteht... Also es war ja noch keine offizielle Beziehung, sondern es war immer noch Freundschaft plus. Und deshalb wollte ich nicht, dass das irgendwie so offiziell quasi von meinen Eltern ist. Genau. Hier müssen wir noch erzählen, wie wir zusammengekommen sind. Genau, zusammengekommen sind wir dann an einem Wintertag. Mhm. Da habe ich als erstes geschrieben, mir geht es so schlecht, ich habe keinen Bock, dass wir auf den Christkindlmarkt gehen. Ja, da war ich übelst sauer. Da warst du übelst sauer. Natürlich dann, war ich da übelst sauer. Und dann sind wir doch gegangen und dann habe ich dich gefragt, ob jetzt haben wir es halt wohl. Nee, ich habe dich gefragt. Ja, genau. Nee, ich habe dich nicht gefragt. Du hast mich mehr oder weniger dazu gedrängt. Nee, ich habe dich nicht gedrängt. Ich habe gesagt, du, jetzt machen wir ein halbes Jahr schon Freundschaft plus. Und es war irgendwie klar, dass das mit Gefühle schon ist. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, mir reicht schon langsam. Ich will das jetzt mal festhaben. Das ist übrigens okay, man darf seine Gefühle äußern. Und dann hat er dann gesagt, nee, er will nicht in der Beziehung sein, dann hätte ich das beendet, weil ich nicht mein Leben damit vergeude, 100 Jahre lang in der Freundschaft plus zu sein, die eigentlich eh schon eine Beziehung ist, ohne dass er sich da festlegen will. Genau. Und so ist dann die romantische Beziehung entstanden. Sehr romantisch. Und hier an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, es gibt ja viele Leute, die haben so Vorurteile gegenüber Dating-Apps, gell Schatz? Das stimmt. Also ich habe auch Vorurteile gehabt. Ich habe auch davor Tinder gehabt und Tinder habe ich jetzt nicht so cool gefunden, muss ich sagen. Aha, da hat er nur andere angeschrieben, wusste ich doch. Das hat er noch nie gesagt. Ja, aber Tinder habe ich vielleicht
eine Woche gehabt und dann habe ich wieder gelöscht. War nicht erfolgreich, nee, oder war so schlecht, einfach keine Ahnung, überhaupt nicht gut. Nee, aber so, es gibt halt wirklich viele Vorurteile, von wegen, da findet man eh nichts Gescheites und es ist eigentlich nur so für schnellen Spaß und so Zeug. Und du kannst vielleicht nochmal kurz erzählen, mit welcher Intention du dir LaVou runtergeladen hast. Ich habe es mir schon für eine ernsthafte Beziehung geholt, ja. Also ich habe es mir eigentlich geholt zur Ablenkung. Das weißt du doch. Ja, das weiß ich. Weil Schweden davor noch so sad war. Ich muss aber auch noch sagen, dass ich habe auf LaVou auch schon mal eine getroffen, mit der bin ich dann auf die Duld gegangen und das war voll der Reinfall. Das war übelst ein schlechtes Date. Echt, Schatz? Ja. Moi, so ein schlechtes Date. Ja. Gut, dass du aber dann nicht aufgegeben hast, weil sonst hätte er ja mich nicht gefunden. Nee, aber von dem her, lasst euch da von keinem reinreden, dass so solche Beziehungen von Online-Dating nicht funktionieren oder dass ihr da eh keinen Gescheit findet. Also ich persönlich muss sagen, bei uns hat es echt toll funktioniert, gell, Schatz? Das stimmt. Und man hat ja auch nichts zu verlieren, oder? Ich meine, selbst wenn es da nur die Freundschaft Plus gewesen wäre, dann hätten wir Spaß gehabt, dann haben wir Spaß gehabt. Danke fürs Anschauen von dem Video. Jetzt wisst ihr, wie wir zusammengekommen sind. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns schon auch beim nächsten Mal wieder. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Wünsche habt, vielleicht mehr zu unserer Beziehung, zu unserer Ehe. Genau, sämtliche Videowünsche nehmen wir gerne an und setzen die auch gerne um. Genau, tschüss.